Mein erstes Mal tauchen im Meer und damit hallo, hier ist wieder die verrückte Tauchnudel, die Sissy. Ich habe heute mal wieder eine Geschichte von mir gebracht, wie denn so mein erstes Mal im Meer war. Ich kann euch sagen, so lala. Aber dazu später. Es kam einfach dazu, dass ich sehr, sehr lange nicht im Meer tauchen war. Ich war sehr, sehr viel in den Seen tauchen in Deutschland. Und ja, nach meinem Tauchschein, das hat sich irgendwie so ergeben. Ich kam nicht ins Ausland und ja, war einfach, weil ich wollte tauchen. Ich wollte generell auch in den Seen tauchen. Mir war es von Anfang an klar, ich bin nicht nur eine Urlaubstaucherin. Das gibt es ja ganz häufig, dass so die Leute nur im Urlaub tauchen gehen, immer nur da, wo es ganz schön warm ist. Ja, ich hätte es auch leider ganz schön warm. Ich bin eine super Frostbeule. Aber trotzdem war mir klar, nein, ich gehe auch in Deutschland tauchen, in den Seen. Und ich fand es wirklich sehr, sehr schön. Ich finde es immer noch sehr, sehr schön. Ich bin ein Freund vom Seetauchen. Man kann ganz viel sehen. Natürlich sollte man es nicht vergleichen mit dem Meer. Das möchte ich hier anmerken. Ganz, ganz viele zu mir sagen mir, ja, aber das im Meer ist viel, viel schöner. Und im Vergleich ist es einfach gar nichts. Man darf es wirklich nicht vergleichen. Seetauchen ist ganz, ganz anders als Meertauchen, wo schön viel warm, viele Korallen, viele Fische sind. Ist einfach so und man sollte es wirklich niemals vergleichen. Das Seetauchen macht meiner Meinung nach sehr viel Spaß, weil auch hier kann man viel sehen. Ich finde es super klasse, wenn die Algen wachsen und man, also ich finde, man taucht immer durch einen magischen Wald im See. Das sieht so schön aus. Und ich mache es so gerne und auch in den Seen findet man manchmal sehr viel Fisch, manchmal nicht so viel Fisch. Viele Krebse, die ich übrigens super feier. Also ich weiß noch, so wo ich das erste Mal unter Wasser war im See, da war so Krebs und der so und ich so, Alter, ich habe gar nichts gemacht. Ich bin hier nur lang getaucht, ich habe dich nicht mal berührt. Und seitdem feiere ich die Krebse so dermaßen, weil die sind so klein und sie denken, sie wären so die Bosse unter Wasser. Und ich amüsiere mich wirklich jedes Mal. Ich liebe Krebse. Ich liebe Krebse wirklich. Wer so mal im See tauchen war, wo eine Plattform ist, unbedingt mal unter die Plattform gucken. Es gibt ganz viele Seen, wo unter den Plattformen wirklich so ein krasses Leben herrscht und unendlich viele Krebse sind. Also ich schaue immer, wenn ich so weiß, da ist eine Plattform, schaue ich immer erst unter die Plattform. Das ist wirklich super spannend. Aber ich schweife ab. Wie gesagt, ich war wirklich sehr, sehr lange Zeit nur in Seen tauchen. Aber es war dann wirklich irgendwann so weit, dass es ins Ausland ging, ins Meer. Natürlich war ich sehr aufgeregt, weil es war mein erstes Mal. Und ich so, wow, was werde ich da sehen und worauf muss ich dann dort im Meer achten? Kommt da vielleicht auf einmal Strömung? Sind da die Wellen ganz groß? Oder was passiert da mit mir unter Wasser? Also ich war aufgeregt. Ich war wirklich aufgeregt, was das erste Mal im Meer tauchen anbelangt. Auf jeden Fall war es dann soweit. Es war kein Landtauchgang, also man ist nicht über Land reingegangen. Das sind übrigens die sehr entspanntesten Tauchgänge. Wenn man mit dem Boot rausfährt, ist immer so ein bisschen anstrengender, sage ich mal. Es ist sehr eng, meistens. Es kommt natürlich darauf an, mit welchem Boot, aber meistens ist es eng. Man hat andere Leute drauf. Hier war es Gott sei Dank meine Leute, die ich alle kannte. Aber oft ist es auch so, dass man halt ganz viele fremde Leute drauf hat und meistens nur mit seinem Buddy, dem Buddy, den man kennt. Manchmal machen es auch viele, die gar niemanden kennen und sich dann einen Buddy dort vor Ort suchen. Aber zu meinem Glück war es mein Tauchclub, meine Leute, die ich kenne. Und es ist wirklich vom Vorteil, wenn man seine Leute oder die Leute auf den Booten kennt. Und es ist, wie gesagt, ein bisschen anstrengender, als würde man einfach von Land aus ins Wasser reintappeln. Weil man muss natürlich sich auf dem Boot anziehen, ausrüsten, die Ausrüstung fertig machen, anrödeln. Und durch die Wellen schunkelt es natürlich auch schön. Natürlich, je nachdem, wo man auch in welchem Meer tauchen geht. Manche sind ruhiger, manche haben kaum Wellen, manche haben sehr, sehr hohe Wellen. Also es kommt natürlich ein bisschen drauf an. Trotzdem gibt es natürlich im Meer überall so ein paar Wellen und es schunkelt dann so schön und man muss sich helfen. Dann auch das Pullern gehen davor. Also da, wo ich das erste Mal tauchen war, die hatten Gott sei Dank so ein kleines Mini
Toilettchen an Bord, aber da, auch das war dann ein bisschen crazy, weil man musste sich ja wieder ausziehen und es war so klein und man musste runter und dann die Wellen und dann wieder hoch und sich wieder anziehen. Also es war wirklich crazy und verrückt. Aber es geht und es macht auch Spaß. Ich möchte hier niemanden Angst machen. Auch das Tauchen auf Boot, also vom Booten aus, macht super viel Spaß und man hat da sehr, sehr viel Freude dran. Mein erstes Mal. Also, wir haben schon geklärt, ich war super aufgeregt. Es war ein Tauchgang vom Boot und auch da war ich immer noch aufgeregt. Ich so, okay, du bist sonst nicht wirklich reingesprungen. Also nicht reingesprungen, du hast sonst nie den Schritt ins Wasser gemacht. Klar, in der Ausbildung lernt man das natürlich und ja, man sollte das auch wirklich immer mal wieder üben. Das ist ganz wichtig, aber dazu auch später noch mehr. Im See läufst du rein, also da musst du keinen großen Schritt machen oder Rückwärtsfall oder wie auch immer. Da gehst du halt rein. Und deswegen war ich da natürlich auch ein bisschen aufgeregt. Ja, das erste Mal so im Meer mit Schunkeln, großen Schritt rein ins Wasser. Und ja, da war ich halt auch sehr aufgeregt. Und es war, ja, doch, Mann, muss ich rausschreien. Rausschneiden, 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 rausschneiden. Mann, Mann, Mann. Ja, und es war halt wirklich amüsant. Also festhalten. Ich war nervös, aufgeregt, es war vom Boot, ich musste einen großen Schritt reinmachen, es waren Wellen. Es hat alles geklappt. Ich habe es ja gelernt, es hat wirklich alles geklappt. Es war unbegründet meine Aufgeregtheit oder meine Nervosität. Es hat wirklich alles super geklappt. Ich war drin, auch der Abstieg hat super geklappt mit meinem Tauchbuddy und mit unseren ganzen Leuten. War alles super, hat alles wirklich funktioniert. Der einzige Punkt, was mich so ein bisschen gestört hat, war meine Kamera. Als ich rein den großen Schritt gemacht habe, hat was bei meiner Kamera dann auf einmal nicht mehr funktioniert. Das hat mich so ein bisschen irritiert und war in diesem Punkt scheiße für mich persönlich. Und es fängt halt an, wenn so eine kleine Sache nicht mehr funktioniert, wie man sich das vorstellt. Jetzt habe ich schon mal irgendwas im Auge. Sorry. Wenn so eine kleine Sache halt nicht mehr funktioniert, ist man irritiert. Ich glaube, ihr kennt das bestimmt. Es muss halt wirklich auch nur eine klitzekleine Sache machen, aber man ist halt irritiert und ich fand es halt richtig kacke. Ich konnte meine Kamera nicht mehr benutzen und natürlich wollte ich das auch festhalten. Ja, mein allererstes Mal im Meer wollte ich festhalten und ich bin leidenschaftliche Fotografin und Videografin. Also ich nehme super gerne auf, mir macht es super viel Spaß und ich habe mich so dermaßen gefreut und zack, kriegst du so eine reingeklatscht und die Kamera geht nicht mehr. Und dann war aber auch schon der Abstieg und ich so, oh, ich habe immer noch was im Auge. Mann, Mann, Mann. Und ich so, oh, finde ich jetzt richtig kacke. Wollte eigentlich schon abbrechen, weil ich wirklich keinen Bock darauf hatte. Und so ging es dann mit diesen Gefühlen unter Wasser. Nicht gute Voraussetzungen, kann ich sagen. Wirklich keine guten Voraussetzungen, um das erste Mal zu erleben. Es ging dann auf jeden Fall runter. Und natürlich hatte ich auch beim allerersten Mal schön wieder Ohrenprobleme. Bei mir ist es so, ich muss wirklich absolut langsam runtergehen. Ich habe hier anscheinend irgendwie Verengung. Und bei mir braucht es wirklich sehr, sehr lange, bis ich unten angekommen bin. Die einen, die gehen so runter, sind unten. Also sagen wir mal so, richtig gutes Runtergehen ist natürlich langsam. Also so, sie gehen so runter. Und ich gehe so runter, so. So. Oh ne, so. So. So gehe ich runter. Leider, das ist einfach so. Ich habe schon verschiedene Sachen ausprobiert. Manches hilft, manches hilft nicht. Dazu werde ich bestimmt auch noch mal was erzählen. Und da an diesem Tag, wo mein allererstes Mal im Meer war, war es besonders schlimm. Ich habe den Druckausgleich hinbekommen, aber wie gesagt, bei mir dauert es sehr lange. Dadurch, dass ich hier Verengung habe, dauert es halt sehr, sehr lange. Und an dem Tag war es, wie gesagt, besonders schlimm und es hat doppelt so lange gedauert. Alle anderen waren schon da unten, haben gefragt, hey, was ist denn und so.
komm doch mal, wir wollen weiter. Und ich hing dann da oben mit meinem Buddy und dachte nur, Alter, was ist das für eine Scheiße, ich will nicht. Und ja, der Blick war auch, also es war super klar, ist natürlich was ganz anderes im Vergleich zum See, ja. Beim See muss man wirklich Glück haben. Man kann hinkommen und man hat so ein Stückchen Sichtweite. Man kann aber auch hinkommen und man hat 2 Meter Sichtweite im See. Man muss im See wirklich Glück haben. Es gibt spezielle Seen, die haben immer gute Sicht. Die haben auch 15 Meter Sicht. Mein absoluter Lieblingssee. Solche Seen gibt es. Aber natürlich ist die Sicht im Meer einfach was komplett anderes. Und wie gesagt, niemals vergleichen, niemals vergleichen. Die Sicht war also wirklich hervorragend und ich habe viel gesehen und ja, man sollte niemals ein Video aufnehmen, wenn der Akkustand fast leer ist. Ich hoffe, der reicht. Oh Gott. Genau, die Sicht war sehr, sehr schön, aber ich war enttäuscht. Ich war sowas von krass enttäuscht. Ich habe nämlich nur ein paar Felsen gesehen und dachte mir so, ja, also im See sehe ich irgendwie mehr. Und jetzt bin ich hier in diesem Meer drin und sehe ein paar Felsen. Ich war so mega krass enttäuscht. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wo man tauschen geht. Ne, wenn man in Ägypten tauchen geht, meine ich. Wenn man in Ägypten tauchen geht, da hat man immer viel zu sehen. Wenn man sich ein anderes Meer aussucht, wie gesagt, es kommt wirklich darauf an, in welchem Land du bist, in welchem Meer du tauchen gehst. Ich war leider in einem Land, in einem Meer, wo man bei meinem allerersten Tauchgang im Meer Steine sieht. Und ich so, ja geil. Meine Laune war, wie gesagt, komplett im Keller. Und ich so, ey, mein allererstes Mal im Meer. Und es ist so geworden. Irgendwann ging es dann auch für mich runter und wir waren dann auch gut unten bei 20, 25 Metern. Sind dann immer noch ein Stück tiefer gegangen und ich bin todeserfroren. Das war nämlich der nächste Punkt. Ich habe so dermaßen gefroren. Es war wirklich arschkalt da unten. Irgendwann bin ich so getaucht. So. Also ich habe so krampfhaft mich versucht aufzuwärmen. Und ich so, nee, was soll denn das? Irgendwie will mich heute alles hier ärgern oder mich niedermachen. Und ja, die Sicht wurde dann unten besser und man hat einiges gesehen. Man hat auch schöne Korallen gesehen, man hat auch ein paar Fische gesehen. Aber es war dann einfach durch. Also mein allererstes Mal im Meer war wirklich scheiße, richtig scheiße. Würde ich am liebsten aus meinem Kalender streichen, weil es war nicht lohnenswert, es war kacke. Irgendwann ging es dann wieder ein Stückchen hoch und wir waren dann irgendwann bei 15, 10 Metern und da wurde es auch schnucklig, also wärmer, schnucklig wärmer. Ich war zufriedener, glücklicher, ich habe mehr gesehen, ich habe auch einige Fische gesehen und meine Laune wurde immer besser und ich so, Mensch, hier kann man bleiben, hier ist es ganz angenehm. Und meine Ohren war alles super, hat alles geklappt und bei mir ist es auch so, sobald ich unten bin und den Ausgleich dann bis nach unten geschafft habe, muss ich nie wieder einen Ausgleich machen. Das ist so krass. Und ich kann dann super tauchen. Ich habe nie wieder dann Probleme mit dem Ohr. Das ist halt nur der allererste Moment, wenn ich runter will. Und ja, ich gehe langsam runter. Ich gehe wirklich sehr langsam runter. Also es ist nicht so, dass ich zu schnell runtergehe oder sowas. Nein, daran liegt es nicht. Falls hier jetzt irgendjemand so sagen würde, naja, vielleicht solltest du langsamer runtergehen. Ich gehe wirklich sehr langsam runter. Sehr, sehr langsam. Ja, und so war dann mein erstes Mal im Meer. Ich war am Ende ja doch enttäuscht und frustriert. Als ich aber hochkam, war ich aber auch wieder glücklich, weil die letzten Minuten da bei den 10, 15 Metern waren wirklich sehr schön und es hat wirklich eine Menge wettgemacht. Und ja, kann aber sagen, es war einfach Kacke. Es war nicht der Hit, es war nicht wirklich fantastisch und vielleicht hätte ich mein allererstes Mal auch an einem anderen Land machen müssen, in einem anderen Meer, wo ich einfach viel, viel mehr sehe. Wie gesagt, ich hing da auf, ich glaube, 6, 7 Meter und ich sehe nur die Steine und dachte so, ja, im See habe ich mehr gesehen bis jetzt.
Oh, war ja. Ich kann mich noch so genau an diesen Gedanken erinnern. Es war wirklich so, oh Mann. Warum? Warum? Ja. Es fing aber auch kacke an mit der Kamera, ne? Wahrscheinlich sollte mir das irgendwas sagen. Diese Kamera wollte mir sagen, es wird scheiße, du musst mich nicht mit runternehmen, du musst da keine Videos und Fotos machen. Die wusste es wahrscheinlich, meine Kamera wusste es. Vielleicht sollte ich mehr auf meine Kamera hören. Vielleicht. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat die Geschichte gefallen. Ich hoffe, euer erstes Mal im Meer war schöner. Schreibt es gerne in die Kommentare, wo ihr denn euer erstes Mal im Meer hattet und ob es viel schöner war als meins oder ihr ähnliche Erfahrungen habt. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da so bei euch passiert ist, was dabei so rumkommt, was ihr mir so erzählt. Abonniert sehr, sehr gerne diesen Kanal, um auf dem Laufenden zu bleiben, um hier immer wieder tolle Tauchvideos zu sehen und Infos, meine ersten Male unter Wasser, mein Werdegang zum Profi und ganz viele tolle Videos einfach von der Unterwasserwelt. Auch für Nichttaucher ist es hier sehr geeignet, weil ihr wirklich ganz, ganz viele tolle Tiere unter Wasser seht. Ihr seht die, jetzt wollte ich Landschaft sagen, ja, naja, die Unterwasserwelt halt einfach, die Unterwasserlandschaft mit den Algen, mit den Korallen, mit allem, das seht ihr hier. Ihr seht auch ganz viel von unserer Tauchschule, von unserem Tauchclub, was wir machen werden. Ich kann euch sagen, in diesem Jahr werden es ganz viele tolle Tauchwochenenden geben und auch einige, Entschuldigung, einige tolle Seen werden wir besuchen. Da wird ja auch einiges kommen. Und genau, folgt mir auch sehr gerne auf den anderen Plattformen. Dort findet ihr mich immer unter Sissi Rolo Ino. Überall gleich, überall unter demselben Namen. Da werdet ihr auch viele tolle Bilder sehen und Eindrücke. Damit, hey da, ihr Lieben, bis zur nächsten Folge und bis dann.